Hier sei mal prinzipiell dargestellt, wie das Isochron-Diagramm kurzlebiger Zerfallsysteme aussieht. Kurzlebige Zerfallsysteme haben Halbwertszeiten von vielleicht weniger als 100 Millionen Jahren. Hier beispielsweise ist der Zerfall von 182 Hafnium zu 182 Wolfram dargestellt, mit einer Halbwertszeit von 8,9 Millionen Jahren, also ganz klar kurzlebig, so was wie Aluminium-26. Zerfallsystem hat sogar eine Halbwertszeit von nur sowas von rund 700.000 Jahren. Hier hat sie, wie gesagt, dargestellt, der Zerfall von 182 Hafnium zu 182 Wolfram. Jetzt ist das ein kurzlebiges Zerfallsystem und die sind dadurch charakterisiert, dass das Mutternuklid nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, dass 182 Hafnium hier existiert nicht mehr. Wenn es nicht mehr existiert, kann man es auch nicht messen. Wenn man es nicht messen kann, kann man es auch nirgendwo in diesem Diagramm darstellen und deshalb taucht es in diesem Diagramm auch nicht auf. Was stattdessen auftaucht, ist, man braucht trotzdem etwas Mutternuklid-ähnliches, und was stattdessen auftaucht, ist deshalb hier unten ein 180 Hafnium. 180 Hafnium ist ein stabiles Isotop, von dem ist noch was vorhanden, damit kann man es messen. Um jetzt eine Isochrone überhaupt darstellen zu können, oder damit man eine Isochrone erhält, braucht man jetzt Gesteine, das verschiedene Komponenten enthält. Und diese Komponenten brauchen unterschiedliche Hafnium-Konzentrationen oder vielleicht idealerweise auch Verhältnisse vom Mutter- zum Tochternuklid beziehungsweise zum Mutterelement, also zum Element, wozu das Mutternuklid gehört, zum Tochternuklid. Und beim Hafnium-Wolfram-System könnten es einfach sein, beispielsweise Silikate. Silikate haben sehr viel Hafnium, weil Hafnium lithophil ist, und dann Metalle. Wolfram ist hydrophil, also ist eher in metallischen Phasen. Und dann kann man das hier in diesem Diagramm darstellen. Also ich will gar nicht auf einzelne Komponenten eingehen, bloß dass eben die Komponenten unterschiedliche Hafnium-Wolfram-Verhältnisse haben müssen. Also man hat zum Beispiel hier auf der X-Achse Komponenten mit hohem Hafnium-Wolfram und Komponenten mit geringem Hafnium-Wolfram. Auf der Y-Achse ist jetzt das Tochternuklid dargestellt, von dem das ist ja entstanden, das ist stabil, von dem gibt es also was. Also hier ist das 182 Wolfram dargestellt. Isotopen werden jetzt immer als Verhältnis dargestellt. Man braucht also noch ein Normalisierungsisotop und das ist in dem Fall hier das 184 Wolfram. Was man jetzt also macht, ist, man schaut in einem Gestein nach Komponenten mit unterschiedlichen Hafnium-Wolfram-Verhältnissen. Und dann bekommt man zum Beispiel hohes Hafnium-Wolfram-Verhältnis in der einen Komponente, wie gesagt, und hier. Und dann hat man hier noch eine Gesamtzusammensetzung. Wie gesagt, ist das 182 Wolfram jetzt ausgestorben, das heißt, es taucht nirgendwo auf. Aber das 182 Wolfram taucht noch auf. Und wenn jetzt ursprünglich mal, also als dieses Gestein noch diese Zusammensetzung hatte, da war ja noch 182 Wolfram vorhanden, Hafnium 182 vorhanden, daraus ist dann Wolfram 182 entstanden. Das heißt, die Zusammensetzung dieser Komponente bewegt sich in diese Richtung hier nach oben. Wenn wir eine zweite Komponente anschauen, bewegt sich deren 182 Wolfram beim Zerfall von 182 Hafnium auch nach oben. Was hier nicht passiert, das ist der Unterschied zum langlebigen System, ist, dass sich irgendwas nach links bewegt. Hier. Das ist etwas, das passiert eben gerade nicht, weil wir eben nur 180 Hafnium angucken, weil nur das vorhanden ist. 182 Hafnium ist eben nicht mehr vorhanden. Das heißt, hier bewegt sich alles nur nach oben. Da jetzt hier, wo viel 180 Hafnium anfangs drin ist, in einer bestimmten Zeit bewegt es weiter nach oben als hier in der zweiten Komponente, wo weniger anfangs Hafnium drin war, es bewegt sich nur nach hier oben. In der gleichen Zeit wie das hier und bei der dritten Komponente nach hier und so weiter. Das heißt, nach einer gewissen Zeit liegen alle diese Punkte hier auf einer Geraden, und da diese Gerade die gleiche Zeit darstellt, ist das eben eine Isochrone hier. Und man kann jetzt, wenn man ein zweites Gestein anguckt und auch dort das gleiche macht wie hier und eine andere Isochrone rausbekommt, weil das Gestein zu einer anderen Zeit entstanden ist, dann hat man hier eine zweite Isochrone. Und wenn man das hat, wenn man zwei Isochronen hat in diesem Isochronenplot kurzlebiger Zerfallsysteme, dann kann man
diese Steigung nehmen, dieser beiden Geraden, und anhand dieser beiden Steigungen lässt sich dann eine Altersdifferenz berechnen. Ja, und diese Altersdifferenz nennt man dann eben auch relatives Alter. Also man kann nur sagen, dieses Gestein hier ist vielleicht 2 Millionen Jahre älter als dieses Gestein. Ja, die haben alles Unterschied von 2 Millionen Jahren. Das ist alles, was man, oder das ist das, was man mit kurzlebigen Zerfallsystemen aussagen kann. Und das ist wie das Isochrondiagramm von kurzlebigen Zerfallsystemen aussieht.